Kennt ihr eigentlich schon Toast Dogs? Ich sag euch, die Dinger sind der Knaller. Super schnell zu machen und mega crunchy. Und wie die gehen, zeige ich euch jetzt. Ja, nehmt euch einfach Toastscheiben eurer Wahl. Also hier habe ich diese mechanischen Toastscheiben und die Anzahl logischerweise so viele Toast Dogs, wie ihr machen wollt. Davon die Ränder abschneiden. Das Ganze dann in einen Mixer rein, weil wir aus diesen Abfällen im Prinzip jetzt unser Paniermehl machen. Das fertige Paniermehl kurz an die Seite, weil gleich geht es um die Gewürze. Und jetzt nehmen wir uns hier die abgeschnittenen Toastscheiben und plätten die einmal. So, wieder zurück zu unserem Paniermehl. Ihr könnt jetzt ganz klassisch Pfeffer, Salz, Paprika, Thymian, Rosmarin, nehmt die Gewürze eurer Wahl im Prinzip. Das werde ich jetzt aber nicht nehmen, sondern ich werde dieses Gewürz hier nehmen, beziehungsweise diese Gewürzmischung hier. Dazu gibt es aber in den späteren Videos nochmal mehr Infos zu. Ich sage euch, ich arbeite da gerade seit 3 Monaten dran, das hier ist der heilige Gral an geiler Gewürzmischung. Aber wie gesagt, weiter geht's. Davon tue ich jetzt mal so ein, zwei Teelöffel davon rein. Und ich nehme diese Version davon. Also wie man sieht, ich habe hier schon mehrere Versionen davon gemacht. Und da wird noch ein ausführliches Video zu folgen. Aber ich sage euch, das Gewürz toppt alles. So, den Rührjohnny nochmal drauf oder den Mixjohnny nochmal kurz durchmixen. Ist das komplett fertig, unser Paniermehl. Kann erstmal kurz an die Seite. Jetzt kommen wir zu unseren Würstchen. Die werde ich aber jetzt wahrscheinlich einmal in der Mitte teilen müssen, weil die sonst zu lang sind. So, einmal dahin. Nochmal platt machen den Kollegen hier. Würstchen da drauf. Dann, wer Bock hat, kann auch Käse dabei reinschmeißen. Ich habe jetzt hier so einen schönen, was haben wir denn hier? Gouda Mittelalt, ne? Ja, genau. Gouda Mittelalt. Der kann da auch noch mit rein. Wie gesagt, wer Bock hat, kann ich auch ein bisschen, beziehungsweise ich kann es euch halbieren. Also je nachdem, wie ihr Lust habt. So. Einmal schön stramm einwickeln und hier diese Seite hier, die müssen wir einmal nass machen. Einfach nur, damit wir einen Kleber haben. So. Und einmal kräftig andrücken. Und dann hält das Ganze auch schön zusammengepappt. Wenn der Part abgeschlossen ist, 2 Schüsseln nachher. Eine, wo unser Paniermehl reinkommt. Und eine, wo wir 2 Eier reinmachen können. Dann können die Toast Dogs einmal hier reingetaucht werden. Und ab ins Do-it-yourself Paniermehl rein. Und jetzt gibt es praktisch 3 Möglichkeiten, wie ihr die Dinger, diese schönen Toast Dogs, zubereiten könnt. Möglichkeit Nummer 1 wäre zum Beispiel mit reichlich Öl, wie beim Schnitzel oder Butterschmalz, in einer ganz stinknormalen herkömmlichen Pfanne. Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2,
so wie man auch Corn Dogs macht, könnte man auch Toast Dogs machen in der Fritteuse. Ich mache jetzt aber beide Varianten nicht, weil ich weiß, dass Toastbrot sich immer sehr gerne mit Fett vollsaugt, obwohl es da immer am leckersten ist. Also freie Auswahl. Ich werde die jetzt mal in der heißen Fritteuse machen, weil wir das Thema ja eh schon die Tage hatten. Wie gesagt, welche Variante ihr nutzt, ist völlig egal. Das Endergebnis zählt und das ist am wichtigsten. Ja, Toast Dogs sind platziert. Ich werde aber trotzdem jetzt nicht ganz ohne Öl arbeiten, sondern so ein bisschen Öl noch drüber, ne, drüber streuseln. Ab in die Fritteuse damit. Und wir machen mal, was machen wir denn mal? 180 Grad, ich mache mal 6 Minuten, werde zwischendurch aber reingucken und die eventuell mal umdrehen. Und here we go. Ja, das sieht schon sehr gut aus, aber da geht noch ein bisschen mehr. Also ihr seht, man sieht hier, wo ich Öl drüber geträufelt habe, dass es da immer ein bisschen besser ist. Ich lasse das jetzt auch mal so, weil wie gesagt, ich will ja relativ wenig Öl nehmen. Ich werde jetzt aber nochmal die Roast-Funktion nehmen und dann nochmal, damit ich so den letzten Cruncher nochmal rauskriege. Weiß nicht, 2 Minuten, 200 Grad, ja. Wir testen uns da langsam ran. Das sieht schon viel, viel besser aus. Wir gucken hier einmal. Drehe ich sie einmal noch. Ich dachte, ich habe die noch nicht in der heißen Fritteuse gemacht. Deswegen werde ich wahrscheinlich, also muss man sich ja an die Werte rantasten. In der Pfanne ist es einfacher, dann sieht man es viel besser. Ich werde die aber, ich überlege gerade, was jetzt Sinn macht. Ich glaube, ich nehme noch mal einen Tacken Öl. Wie gesagt, das ist jetzt eh nicht so viel gewesen. Einfach nur mal so ein bisschen. Wie gesagt, weniger als in der Pfanne ist es ja sowieso. Aber ich werde der jetzt nochmal, wie gesagt, hier an den Enden gefallen die mir schon sehr gut. Da. Ich werde die nochmal, nochmal mit der Roast-Funktion nochmal irgendwie 2-3 Minuten machen. Ich schreibe aber die genauen Werte dann auch ins Rezept rein. Na, komm. Dann habe ich ja irgendwann die perfekten Werte rausgefunden. Aber jetzt sollte es. Hört ihr es? Hört ihr es? Oh, unfassbar. Unfassbar gut. Und sehen diese Dinger nicht göttlich aus? Unfassbar. Also ich finde, die können sich optisch sehen lassen und wahrscheinlich im Mund, können wir das jetzt auch testen, wie die sich im Mund sehen lassen können oder hören lassen können. Achtung, Achtung. Noch schön etwas Currysoße oder Ketchup daher. Und jetzt. Oh. Und sie sind in diesem Fall nur aus der Heißluftfritteuse und schmecken schon mega. Ja, macht sie einfach mal nach. Könnt ihr, wie gesagt, in eurem Gerät eurer Wahl machen. Ob es jetzt so eine Pfanne ist, normale Fritteuse, heiße Fritteuse. Aber die schmecken definitiv nach mehr und also macht reichlich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mit der leckeren. Tschüss, Kuss. Boah.